So, jetzt aber. Mein Gott, ist es. Aua! Alter, was? Aua, aua, aua. So, ja, fängt schon mal gut an. Nein, ich habe mein Headset gerade eingestellt, die Lautstärke vom Partychat und du redest. Ich dachte mir, Was? passt gar nicht das Trommelfell. Ach so, okay. Ja. Ja, eventuell, wir sind noch mal überlegen, eventuell wird es eine Live-Boxenstopp-Folge. Ja, sind wir noch am Überlegen, ob es eventuell eine Live-Boxen-Stopp-Folge wird? Yeah, yuppie, yay! Ja, der liebe Bananenbrot, der wird heute ausfallen müssen, haben wir ja gesagt gehabt in der, ich glaube, die Folge werdet ihr, glaube ich, jetzt Montag erst sehen. Wo wir dann, glaube ich, gesagt haben, er fällt dann aus, mal. Denn, weil wir uns tierisch geärgert haben über ihn. Und deswegen haben wir gesagt, machen nur wir beide das, also der liebe René und meinerseits. Und wir werden dann natürlich auch wieder Serie fahren, also ganz normal, typisch. Und die Folge wird dann auch auf YouTube hochgeladen. Ja, so. Und ihr könnt halt auch live diesmal in die Diskussion eure Kommentare mit reinschmeißen. Genau, das ist ja das Schöne dabei. Also nicht nur auf YouTube, sondern hier live im Stream. Könnt ihr unten einfach mal, falls ihr Lust habt, ein paar Themen reinschmeißen in die Kommentare, was ihr gerne hören möchtet, worüber wir gerne mal diskutieren sollten. Ganz wichtig, bitte keine Politikthemen, weil ich sowieso mich überhaupt gar nicht für Politik interessiere und ich auch mich gar nicht darüber äußern möchte, wie politisch ich stehe. Ich denke mal, der René wahrscheinlich auch nicht. Und was für Schmuddelthemen wollen wir auch nicht anschneiden? Ja, also hier zum Beispiel Porno-DVDs, ob man so zu Hause hat, eine Sammlung. Ja, eine ganz große Sammlung habe ich hier stehen. Du kennst meine. Ja. Und ja, könnt ihr einfach, wie gesagt, könnt ihr einfach mal reinschmeißen. Ich werde vielleicht doch nochmal hier oben den Titel nochmal bearbeiten. Und zwar Boxen Stop Live. Machen wir das mal so. Dann. So, dann haben wir nämlich den Titel nochmal geändert. So. Damit auch viele wissen, was los ist. Wie gesagt, noch keine 8 Uhr, deswegen ist auch noch ein bisschen leer. Die Leute werden wahrscheinlich gleich kommen. Mir fällt gerade auf, ich habe die Karre ja so ein bisschen kaputt gefahren, ihr seht es ja auch. Und René hat es ja auch mitbekommen. Die ist so am Knattern die ganze Zeit, ne? Ey, die hört sich an wie ein alter Dieseltraktor. Was sollen wir denn gleich fahren an Serienfahrzeug? Schauen wir mal durch. Wollen wir den SLS in Serie fahren? Ja, warum nicht? Sieht dann so aus wie so ein tolles Rennbrötchen. Warum nicht? Fände ich gar nicht mal so verkehrt. Weil wir müssen noch anmerken an die Leute im Stream, wir wollen die Prämien fahren für deutsche Kennzeichen und da muss man mit einem europäischen Auto 50.000 Überholmanöver gemacht haben und 50 Polizeisterne. Genau, richtig. Und das zieht sich so dermaßen. Aber sowas von, ich kann da mal in die Also, Fahrer-ID schauen, wie weit ich da bin. das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie weit du da bist. Ich schau mal eben. Prämien. Ich habe übrigens eine Prämie vor kurzem bekommen bei Ausstattungen. Und zwar bei Rennausstattung, glaube ich, was gewesen. Kann ich mal eben schnell schauen. Und zwar habe ich da die Prämie bekommen bei Ende 25 Polizeiverfolgung und in Rennausstattung. So. Wo haben wir denn bei Herkunft war das? Europäisch. So, da habe ich jetzt Drift, habe ich 80%, also 80 Kilometer in europäischen Autos driften. Dann habe ich Polizeiverfolgung, also entkomme 500 Polizeisternen. 24%. Das mit dem Drift gebe ich dir einen kleinen Tipp. Ja. Machst du einen Dauerdrift in der Salzwüste? Ja, gut, das ist klar. So, aber das kann ich auch zwischendurch mal fahren. Also so schlimm ist es jetzt nicht. 52% habe ich jetzt. Also ich habe vorhin 50 gehabt, ich habe 2% jetzt insgesamt, wo wir gefahren sind. Warte, ich guck mal bei mir. Mir fehlen immer noch zwei Sachen. Ja. Prämien. Herkunft. Europäisch. So, ich habe jetzt bei den Überholmanövern 52%. Und eure Flüchtlinge, also kommen 500 Polizeistern, 44%. Ja. Also das zieht sich.
Jetzt interessiert mich mal, gab es denn jetzt schon mittlerweile die. Nee, gab es nicht die Prämie. Spiel das Spiel am 4. Juli. Die Prämie ist auch verbuggt. Die haben wir nämlich nicht bekommen, alle. Weil wir alle fleißig am 4. Juli The Crew gespielt haben. Na. So, ich werde natürlich für Boxenstopp üblich Sound Interface ausmachen. Tacho, Crewfenster, Minikarte Ja. und 3D-Streifenladen. Die Namen gehen auch weg. So, dann sieht das schon wieder ganz, ganz. Option konnte nicht gespeichert werden. Wir versuchen es erneut. So, jetzt nochmal. Jetzt aber. So, das sieht doch viel, viel interessanter aus. Nur das Auto zu sehen. Ja. Und den 3D-Streifen anlassen, nicht vergessen. Den habe ich, den 3D-Streifen, den habe ich auch in der Hose nachher um 22 Uhr. Ja, und. Ey, ist Was das so denn? lustig gestern? Ist das so lustig? Ohne Scheiß, ich bin am Sofa gelegen, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Ich war ja mit der Franzi in der Party drin. Ja. Es war einfach zum Schießen. Dein Ja. Gesichtsausdruck. Es kursieren ja bei uns in der Gruppe jetzt schon Bilder davon. Oh, ja, das stimmt. Die habe ich dann gestern auch noch gesehen. Und die waren nicht sehr schön. Wie peinlich. Ja, Ich erstmal hab Prost Knuddel zusammen. Freddy. Stößchen. Übrigens, die Knuddel-Freddy-Folge, die ist auch schon hochgeladen auf YouTube. Die hat übrigens ein extra Thumbnail. Werdet ihr auch dann sehen. Den werden wir heute wahrscheinlich, denke ich mal, auch wiedersehen. Ja, und damit, ja, wir haben 20 Uhr. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr allein geschaltet habt. Da piepst doch schon mal eine Hallöchen. Uhr. Ja, willkommen zu einem Live-Boxenstopp. Und indem wir ein paar Themen von euch, von uns ein wenig aufgreifen. Ich werde mal einen Wegpunkt setzen. Und so fahren wir denn mal hin? Wo fahren wir denn mal hin? Da gibt es keine Straßen. Weißt du, Oh, schön was wir Landstraße, machen? Berge. Weißt du, was wir machen? Wir hatten doch in der letzten Boxenstopp-Folge hatten wir eine ganz neue Idee. Die können wir jetzt eigentlich in der. Geländefahrt dann. Genau, die hatten wir eigentlich. Können wir die doch mal jetzt einbringen? Dann lass uns mal ein Geländefahrzeug wählen. Oh je, oh je, oh je. Am besten eins, was vielleicht. Hast du noch eins, was noch so richtig so ungetuned ist? Muss ich gucken. Also ich habe zwei. Ja. Obwohl, wir könnten eigentlich auch. Was habe ich denn da? Das sind Cadillac. Den Escalade Cadillac, den Dodge Ram. Den Touareg, den Skyline, den Mini Cooper, den Hammer. Ja, bei mir sind leider alle Geländewagen ziemlich aufgemotzt. Ja. Wie sieht Dann. eine Touareg momentan aus? Ach, der hat noch die LPLS Crew-Farben. Sind das die Farben? Ja! Ja, Ja, dann können weißt wir du den noch was? nehmen. Wir haben unser Geländefahrzeug. Jawohl! Sehr schön. Ja, dann werde ich mal eine Strecke wählen, die wir fahren können. Wo es auch schön durchs Gelände geht. Jetzt bin ich mal Oh. gespannt, wie der uns schickt dann. Flexi. Ja, bitte? Ich stehe gerade mit einem halben Reifen auf Bordstein und er Ja. geht rauf und runter. Und ich höre richtig. Also die haben die Sounds schon leicht geupdatet, muss man sagen. Ja, das stimmt. Willkommen zur Let's Play Live Show, Klangkasper. Ich grüße dich. Hallöchen und willkommen zum, ja, Live-Boxenstopp. Und, so, jetzt schaue ich mal. Ich werde mal hier den Wegpunkt Hallo, hinsetzen. Klangkasper. Oder, warte mal, da können wir den auch vielleicht hier hinsetzen. Machen wir mal hier mitten in der. Aber das ist kein Gelände, oder? Doch. Wegpunkt setzen. Mal gucken, wo das uns lang führt. Ich schaue mal eben die Strecke. Der führt uns dann da lang. Über die Straße aber führt er uns eine ganze Zeit. Das sind so ein bisschen diese Vorbereitungen, die bei Boxenstopp immer laufen. Ich habe Genau. lange überlegt, wo setzen wir den Wegpunkt hin. Ich würde schon flexibel sagen, ich besorge immer diese Karte von The Crew. Und dann kriegt er zwei Dartpfeile von mir. Dann immer tschu, tschu. Ja, die Karte habe ich ja auch. Genau. Guten Abend, Schnoggi, und willkommen zur Let's Play Live Show. Na, Bent. Und ja, willkommen zu einer, ja, neuen Runde Boxenstopp live. Heute dürft ihr auch mal ein paar Themen vorschlagen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Ich habe den Wegpunkt gesetzt, da geht es auch schön durchs Gelände zwischendurch. Und dann geht's jetzt los. Dreck. Ah, Dreck.
Huch. Au. Sorry. Au. Geht ja schon wieder gut das los. Das ist ein ungewohnt. Umstieg jetzt vom SLS-Rennausstattung zum Touareg. Ja, das stimmt. Ist aber ein schönes Auto, muss ich sagen. Ja, ist innen, es ist echt. Ich finde ja cool, dass wenn du den Stick zum Umsehen so ganz leicht nach hinten ziehst, dann guckt er sich so um. Da guckt er so nach unten im Cockpit. Ja. Also, was ich gerne jetzt bei Boxenstopp mal kurz ansprechen würde, sind jetzt diese neuen Änderungen bei The Crew, was schon aufgefallen ist. Vorwiegend das mit den Sounds, wo ich auch dachte, mein Heft etwas. Ja. Sie haben die Soundkulisse geupdatet. Ne? Ja, nicht nur die Soundkulisse, sie haben auch einige andere Sachen geupdatet, die aufgefallen sind. Wir sind gerade vorbeigefahren. Uah, okay. Ich habe jetzt gar nicht hin. Ich muss jetzt gerade mal rüberschauen. wo ist denn jetzt der Wegpunkt? Ja, mal Sekunde. Ich muss gerade hier. Wir können einfach versorgen. Anfänger geradeaus und dann rechts. Die Grafik von den PS4-Spielen zum Beispiel ein Thema. Das ist ein gutes Thema, Klang Kasper, finde ich. Ja. Das ist schon mal ein schönes Thema. Klar weiß man, dass bei PC-Spielen mehr Grafikleistung dahinter steckt. Ja. Wie bei Dings. Bist denn du? Ich bin gerade ausgefahren einfach und dann rechts. Geradeaus die Straße raus und dann rechts. Auf die Hauptstraße drauf. Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen weiter wie du. Weil ich jetzt. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, aber die hat er dich ein bisschen anders geführt. Ja, bei mir führte mich in den Tunnel runter. Ja, ich schau mal eben. Ja, du kommst jetzt von hinten. Ja, genau, von hinten. Da ist er ja, von hinten. Ich muss mal, glaube ich, hier ein bisschen den Sound mal auf 3 stellen. So, genau, ist ein bisschen lauter. Nee, genau. Die Grafik von den PlayStation 4 Spielen. Ja, aber ich denke mal, dass, gut, dass man es mit dem PC nicht vergleichen kann. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist einfach, ne, weil PC kannst du aufrüsten immer wieder und immer schneller, immer besser machen. Ja, ne? Nicht nur das. PCs haben auch eine höhere Rechenleistung wie die PlayStation 4. Wenn ich dran denke, mein PC hat eine 4 GB Grafikkarte drin, beziehungsweise 2 mal 2 GB Grafikkarten. Richtig. Was der für eine Grafikleistung bringt. Ja. Es ist unfassbar. Ja, ich hatte mal ein Video gesehen in 1080p auf HD 60 und The Witcher vom PC und Alter, im Vergleich zur PlayStation-Version. Ja, wenn man das so nimmt, sind einige PCs sind ja schon 8K-kompatibel durch den neuen DisplayPort, sind höhere Auflösungen verfügbar. Gut, dazu brauchen wir auch die dementsprechende Leistung. Ja, richtig. Aber das ist schon Hammer. Aber ich muss sagen, die PC-Spiele, so manche gibt es. Es sind eine Augenweide von der Grafik her bombastisch, geile Atmosphäre. Also ich kann mich bei der PlayStation nicht beschweren. Die Grafik ist definitiv besser wie bei der 3er. Mhm. Und es macht mir ehrlich gesagt mit der PS4 mittlerweile mehr Spaß zu zocken wie mit dem PC. Weil PC gibt momentan so viele Probleme, auch wenn jetzt der Umstieg auf Windows 10. Grafikmäßig zum Beispiel werden meine 2 Grafikkarten überhaupt nicht Windows 10 unterstützt. Ja. Ich kriege dafür keinen aktuellen Treiber. Und das ist das Schöne an der PlayStation. Bei der PlayStation, da holst du dir die CD, legst sein, die Dateien installieren und kannst loslegen mit dem Spielen. Mhm. Und die Grafik ist auch nicht vom schlechten Eltern. Vor allem, wenn man denkt, das neue Grafik-Update jetzt von The Crew, als wir den E3-Trailer gesehen haben, wo uns beiden der Sabber lief. Kinnlade runtergefallen ist quasi. Also war das schon, ja, ist bei der PlayStation 4 noch mehr rauszuholen, was wir bis jetzt gesehen haben. Also ich war ja auf Gamescom gewesen und ich denke mir mal, dass wir sowieso noch nicht am Ende sind der PlayStation 4, was sie alles so kann, weil wir werden noch ein Gran Turismo werden wir definitiv noch sehen und wir werden definitiv, also ich hatte ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich hatte ja auf der Gamescom, es war ja leider nicht spielbar, aber man hat es auf dem Trailer gesehen. Und zwar war es, also die Entwickler hatten gesagt gehabt dort, das war so ein Video, also so ein Kinobereich, da hat man sich reingesetzt und da hat man halt hier Zero Dawn
Horizon Zero Dawn gesehen. Das neue von den Guerilla Games Machern, also von Killzone. Von den Killzone Machern das Spiel. Und sie haben bei der Präsentation, hatten sie gesagt gehabt, dass es live PlayStation 4 Gameplay ist. Und es sah schon, poch, alter Schwede. Also uns erwartet schon noch einiges. Also das wird nicht alles sein. Ne? Ja, natürlich. Also was da jetzt noch alles kommt. Ich nehme jetzt mal gerne als Vergleich das neue Metal Gear Solid. Es gab ein paar schöne Bilder 2013, 2014 und 2015. Mhm. Und man hat einen erheblichen grafischen Anstieg gesehen für die PS4-Version. Mhm. Und ich muss sagen, es ist sehr detailverliebt in der Charakterdesign. Man sieht bei Big Boss richtig einzelne Barthaare, wie sie sich im Wind bewegen, die Haare fliegen. Also das ist schon ein Traum, also wenn man so aufs Detail guckt. Mhm. Klar, es gibt Leute, die meckern herum und sagen, ja, zum Beispiel bei The Crew, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, sind die Texturen matschig oder so. Aber ich sag ganz ehrlich was, wenn ich durch einen Feldweg fahre mit 200 Sachen, da achte ich nicht auf die Textur. Eben. Da achte ich aufs Fahrverhalten, da achte ich, wie sieht das Auto aus. Wie ist das Gameplay? Na? Genau. Und bei so einer riesen Spielwelt hatten wir auch schon damals schon gesagt, bei The Crew ist einfach nur, man muss halt Abstriche ziehen. Das ist nun mal so. Und wer nicht damit klarkommt und wer sagt, nee, gefällt mir trotzdem nicht, dann es gibt genug andere Rennspiele. Jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Aber um nochmal auf die Grafik zurückzukommen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt mal gespannt, ob wir jemals noch von Rockstar Games einen Midnight Club sehen werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Das war schon auf der PlayStation 4, PlayStation 3 und 2 ein grafisches Highlight, muss ich sagen. Ja. Die waren bombastisch. Die haben mir so viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt überlege, was für eine Engine oder was für eine Grafikleistung die mit GTA 5 da abgeliefert haben und so in der Art dann halt. Boah, ich darf gar nicht dran denken, sabber ich schon wieder. Oh cool, VW, erst wenn ein Auto, was diese Anforderung genügt, dann ist es das Auto. Denke auch, PlayStation Plus haben noch Reserven nach oben. Killzone Shadow sah als Launch-Titel zum Beispiel nahezu perfekt aus. Ja, stimmt. Das stimmt allerdings. Also ich habe Killzone damals gehabt, zum Launch geholt. Das war so einer der ersten Shooter. Mhm. Es hat eine hammergeile Grafik gehabt. Es war ohne Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei vielen Spielen hat nach Killzone die Grafik auch ein bisschen abgenommen. Also da haben sie wirklich was richtig Gutes hingebaut. Mhm. Wow. Natürlich hat die PlayStation noch nach oben Leistung. Sony hat ja auch bekannt gegeben gehabt vor Release, dass noch nicht alle Features der PS4 verfügbar sein werden, sondern die Stück für Stück mit den Updates nachgeschmissen werden. So wie jetzt halt das mit der Community. Ich muss sagen, was mir jetzt aufgefallen ist, auch in letzter Zeit, Nachrichten lassen sich schneller löschen, Party-Einladungen gehen schneller. Ja. Bis man ist schneller in der Party drin, die Server laufen ein bisschen stabiler. Richtig. Also man merkt das schon jetzt auch Unterschiede. Sony arbeitet daran, dass es besser wird. Mhm. Und grafisch mäßig, also was ich jetzt schon gesehen habe an Trailern, an Gameplay-Trailern, bombastisch. Wir haben bei uns einen noch in der Gruppe, der spielt gerade die Beta von Need for Speed und der sagt, der sabbert bei der Grafik. Ja. Okay. Also, sind da wirklich noch nach oben das, alles offen? Ja, sicher. So viele, so viele Grenzen. Noch. Nicht schlimm, ich habe. Das ist inzwischen doof. Ich habe gerade eine Einladung bekommen. Von? Konsuma. So, ja, soll aber ich mal kurz einladen? Das müssen wir, oder? Wir können das auch jetzt mal, dann machen wir jetzt hier mal kurz eine, dann geht die Folge halt diesmal nur 20 Minuten, ne? Und dann sehen wir uns auf YouTube, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss. Ja. Tschüss.